Gibt's denn so Kräuter, auf die du so überhaupt nie mehr verzichten möchtest? Also wo du wirklich sagst, ey, die sind total wichtig. Und ich freue mich sehr, heute einen Gast bei mir hier in der Showküche zu haben. Stefanie Hatter ist bei mir zu Besuch. Herzlich Ich willkommen. freue mich sehr, liebe Katrin. Ja, du hast ein Buch herausgebracht, dein Yes. neues Baby. Das hast du uns Ja. heute mitgebracht und darüber würde ich gerne ein bisschen mit dir sprechen. Sehr gerne. Ganz ehrlich, in meinen ganzen Vorgesprächen, wenn ich erzählt habe, Stefanie Hatter kommt zu Besuch, ach ja, sie stellt übrigens ihr Kräuterbuch vor. Haben mich alle immer angeguckt. Stefanie Hatte, Kräuterbuch? Naja, jeder, der mich näher kennt, der weiß, dass ich schon immer so eine kleine Kräuterhexe bin oder schon sehr lange. Ich bin halt wirklich in der Natur aufgewachsen. Meine Oma, die hat, man kann sagen, mitten im Wald gewohnt, in einem kleinen Dörfchen oder einer kleinen Siedlung, umrandet von Wald. Sie hat es geliebt, in den Wald zu gehen, auf die Wiesen zu gehen und hat ganz viel mit Naturprodukten, mit Kräutern gemacht. Und das habe ich schon als Kind so aufgesogen, habe das aber nie als was Besonderes gesehen, sondern für mich war das immer so ganz natürlich. Dann, jetzt stelle ich mir vor, du gehst dann also morgens in den Wald und dann pflückst du die Kräuter und du weißt genau, wo was steht. Wo was steht, das stimmt jetzt nicht so genau. Man hat das ja inzwischen auch im Gefühl, man weiß inzwischen, wo stand das letztes Jahr. Das weiß ich natürlich nicht, wenn ich unterwegs bin. Und hast du mal so ein Stück Taschentuch dabei und dann schneidest du ab und packst Och, es. ich pack's meistens gleich in die Wirklich? Jackentasche. Und manchmal, wenn ich dann nach Hause komme und länger die Jacke nicht anhatte, so nach 2 Wochen, packe ich dann die Jacke wieder aus und denke mir, oh, was hast du denn da in der Jacke? Oh, wieder irgendwelche Kräuter, die du vergessen hast, die sind dann schon ausgetrocknet. Ist es vielleicht so bei Pilzen? Bei Pilzen gibt es ja welche, die sehen toll aus, aber die sind hochgiftig. Ist es bei Kräutern auch so? Dass es vielleicht so, wenn du sagst, okay, da gibt es vielleicht noch ein Gegenkräuter, Naja, was wenn man jetzt ähnlich mal guckt, aussieht, was aber. Maiglöckchen oder Herbstzeitlose sind hochgiftig, sehen auch wunderschön aus, gibt es schon. Aber die Kräuter, die genießbar sind und sogar sehr gesund sind, die sind auch sehr schön, also keine Frage. Nee, aber die Blutwurz, da gibt es eine schöne Geschichte. Also das ist dieses kleine, unscheinbare Blümchen, das bei uns viel auf den Almen wächst. Und da gibt es dann eine Wurzel, die grabe ich dann im Herbst aus. Das sind nur so ganz kleine Wurzelchen, die werden schön sauber gemacht. Und dann schneide ich die noch so ein bisschen klein und dann setze ich die an und dann kriegen die, guck mal, so eine wunderschöne Farbe. Ne? Also mit einem Alkohol setze ich die an, mit Grappa meistens. Die riechen so herb und die haben so ein bisschen auch so was Süßliches von Natur aus. Da ist jetzt nichts drin, außer die Wurzel. Und ist sehr, sehr gesund. Auf jeden Fall für Magen, Darm, auch bei Halsentzündungen, zum Gurgeln und so weiter. Es gibt auch diesen kommerziellen Blutwurz aus dem Bayerischen Wald. Und wie wir alle wissen, stammt ja Florian Silbereisen aus dem Bayerischen Wald. Und als ich lernte ihn ja kennen, wir waren Kinder, ne? Da war er Beide so, ich noch, so. ja. Und sein Vater hatte immer eine Flasche Blutwurz dabei. Hat gesagt, jetzt trinken wir einen Blutwurz. Und das ist aber dieser kommerzielle, der ist sehr süß, halt so ein richtiger Likör. Der schmeckt auch grundsätzlich gut, aber der hat 50% Alkohol. Oh Das ja. heißt, man schmeckt den Alkohol nicht raus und wenn man da 2, 3 trinkt, Halleluja, sag ich dir. Und jetzt machen wir hier in die dieses hier, ne? Was hast du mitgebracht? Einen Almkräutertee. Da sind 17 Kräuter drin, die ich übers Wahnsinn. Jahr sammle. Wie gesagt, es geht los mit Huflattichblüten, dann geht es weiter mit Brennnessel, wenn dann die frischen Brennnessel so die ersten sprießen. Dann kommt Schafgarbe und Spitzwegerich, Gundermann, Himbeerblätter, Brombeerblätter. Und das kommt da alles rein. Ne? Also, ja, was zum Beispiel auch drin ist, ist meine Lieblingsblume, nämlich die Kornblume, die ja so wunderschön blau blüht. Und als Kind, meine Oma liebte die Kornblume auch eben so als Zierblume, aber es ist auch ein wunderbares Das Heilkraut. sieht doch Ne? schön aus da drin. Ja. Auch bei Halsentzündungen zu verwenden. Siehst du hier die blauen Blüten? Ne? Das ist toll. Sieht toll Hier aus. sind aber wirklich, darf ich das kurz anfassen? Ja, klar. Gibt's denn so Kräuter, auf die du so überhaupt nie mehr verzichten möchtest? Also wo du wirklich sagst, ey, die sind total wichtig und. Ich sag mal, eines meiner Lieblingskräuter ist auf jeden Fall die Brennnessel. Sagen ja viele mal, oh, dieses Unkraut in meinem Garten. Ich wäre froh, wenn ich Brennnessel im Garten hätte. Bei mir wächst gar keine. Die Brennnessel ist wundervoll. Es ist nicht nur ein hochwertiges Heilkraut, vielseitigst hochwertig, sondern eben auch ein ganz wertvolles kulinarisches Kraut. Man kann daraus ein Gemüse machen. Schmeckt mir persönlich besser als Spinat. Am besten wirklich die zarten Blättchen und die dann richtig schön in der Pfanne anbraten mit Knoblauch und Zwiebel und Salz und dann eben ein bisschen Sahne oder sowas dazu. Ich sage dir Das ein ist aber Gericht. wirklich mal ein guter Es Tipp. ist wirklich ein Habe ich Gericht. gar nicht so richtig auf Es dem ist Zettel. Okay, fantastisch. Brennnessel ist für mich Oder eben perfekt. auch Brennnesselpesto. Auch großartig. Großartig. Was richtig toll ist, sind ja auch diese, das habe ich jetzt erst im Rahmen meines Schreibens entdeckt, Oxymel. Das soll es wohl vor 2000 Jahren angeblich schon gegeben haben. Oxy bedeutet sauer und Mel kommt von Honig. Na?
Und es werden Kräuter oder eben auch Früchte in einer Mischung aus Honig und Essig angesetzt. Man setzt einfach in Honig und Essig hier zum Beispiel Hagebutten ist da drin, ne? So, Hagebutten haben 10-mal mehr Vitamin C als eine Zitrone. So, also ein richtiger Vitamin C Booster. Was? Und das trinkt man jetzt als. Achso. Okay, wenn sie nicht umkippt, dann probiere ich auch. Jetzt koste mal. Und jetzt ist ja Apfelessig, hat ja auch eine heilende Wirkung, wissen wir ja auch. Da ist jetzt auch, ne? Apfelessig drin, ne? Was schmeckt ein bisschen süßlich. Und Honig ist natürlich auch ganz gesund. So, ich finde die Konsistenz übrigens super, ne? Das ist so ein bisschen schlotzig, möchte ich sagen. Also es ist schon so ein bisschen. Ist schon was Tolles. Es setzt sich hier so ein bisschen ab, als würden hier noch die Beeren drin sein, aber das ist irgendwie durch dieses Mousse, das ist ja doch sehr dickflüssig, das Mousse von der Hagebutte, dadurch setzt sich das so ein bisschen ab. Das finde ich toll. So, wollen wir jetzt mal deinen Tee trinken? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Wasser vielleicht doch nicht ganz heiß war, weil sonst hätte der schon ein bisschen mehr Farbe gekriegt. Aber wir probieren es jetzt trotzdem mal. Mal gucken. Ja. Vielleicht. Derweil halte ich jetzt einfach hier nochmal sehr gerne dein Kräuterbuch in die Kamera. Gerne reinschauen ins Buch. Da sind nicht nur ganz tolle Tipps über die Kräuter und eben die Kräuterporträts drin, sondern auch tolle Kochrezepte, ne? Muss ich ja auch mal dazu sagen. Ja, genau. Das sind dann wirklich tolle Rezepte, was man mit Kräutern alles anstellen kann. Eine Gierschkisch, auch was ganz Fantastisches. Also viel Spaß damit. Ja, eigentlich hat er mehr Farbe. Ich glaube, das Wasser war nicht heiß genug. Aber wir probieren jetzt trotzdem mal. Ja. Also vielen Dank, liebe Stefanie. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit diesem Buch. Ja, vielen Dank. Das war eine ganz, ganz tolle Idee. Ich finde es ganz super. Wie gesagt, bei uns allein schon in der Redaktion ist es von Tisch zu Tisch gegangen. Also eine ganz tolle Sache. Das freut mich sehr. Danke dir, dass du extra hergekommen bist und hier mich mal in meiner Küche besucht hast.